Kein Mythos rund ums Moor ist spannender als Moore selbst. Ein Lebensraum, in dem Wasser und Land eine faszinierende Verbindung eingehen. Einer unglaublichen Vielzahl an Lebewesen gefällt das. Durch einen hohen Grundwasserstand oder Regen oder einer Mischung aus beidem sind Moore nass. Mal mehr, mal weniger. Wir profitieren von der sogenannten Mooratmung, weil sie zum Beispiel Starkregenereignisse oder Sturmfluten abpuffern kann. Bei Trockenheit wiederum gibt sie Wasser an umliegende Landschaften ab. Außerdem entziehen intakte Moore dem durchströmenden Wasser Nähr- und Schadstoffe. Und als wäre das alles nicht genug, helfen sie uns auch noch beim Klimaschutz. Als enorme Kohlenstoffspeicher. Das Erfolgsgeheimnis der natürlichen Klimaschützer lautet vereinfacht gesagt: viel Wasser, wenig Sauerstoff. Moorpflanzen tun das, was Pflanzen tun. Sie nehmen CO2 auf und binden den Kohlenstoff in ihrer Biomasse. Einmal ins nasse Moor gesunken, werden abgestorbene Pflanzen nicht vollständig von Mikroorganismen zersetzt. Denen fehlt da unten nämlich der Sauerstoff. Aus den kohlenstoffreichen Pflanzenresten bildet sich Torf. Oder anders gesagt, ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Moore bedecken nur etwa 3% der Landfläche weltweit. Trotzdem enthalten sie doppelt so viel Kohlenstoff wie die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Also sehr, sehr viel. Aber speichern können sie den Kohlenstoff nur, wenn sie nass sind. Denn wird den Mooren Wasser entzogen, dringt Sauerstoff ein und Mikroorganismen können den Torf zersetzen. Der gespeicherte Kohlenstoff gelangt als CO2 in die Atmosphäre. Dann werden Moore vom Klimaschützer zum Klimakiller. Bevor wir wussten, was Moore können, haben wir sie jahrhundertelang mühevoll trockengelegt. Die Hälfte aller entwässerten Moore weltweit wird für Landwirtschaft genutzt. Wir setzen aber auch in der Forstwirtschaft oder zum Torfabbau auf Moorböden. Weltweit sind bis zu 15% der Moore entwässert. 12% so stark zerstört, dass sie keinen Torf mehr bilden können. Der Großteil befindet sich in weitgehend natürlichem Zustand, ist aber stark gefährdet. Die trockenen Zahlen für Deutschland? 95% der Moorflächen sind entwässert. In diesem Zustand verursachen sie 7% der nationalen Gesamtemissionen. Und nun die guten Aussichten. Im Klimaschutz sind Moore unsere Verbündeten, wenn wir sie lassen. Am klimafreundlichsten sind intakte Moore. Diese gilt es zu schützen, indem wir ihre Entwässerung verhindern. Bereits trockengelegte Moore sind für immer geschädigt. Durch Wiedervernässung können wir jedoch verhindern, dass sie weiter Treibhausgase freisetzen und dazu beitragen, dass sie wieder zum Lebensraum von seltenen Tier- und Pflanzenarten werden. Außerdem haben wir inzwischen herausgefunden, wie wir nasse und vernässte Flächen nachhaltig nutzen können. Zum Beispiel mit Paludikultur. Also wenn wir auf nassen Böden Pflanzen anbauen, die genau dort besonders gut wachsen. Aus diesen nachwachsenden Rohstoffen können wir beispielsweise Bau- und Dämmmaterialien, Gartenbausubstrate, Verpackungen oder Biokunststoffe herstellen. Drei Gründe, warum wir Paludikultur in unser Vokabular und unseren Klimaschutz aufnehmen sollten. Durch die Wiedervernässung der Moore werden Treibhausgase reduziert. Kohlenstoff wird in langlebigen Produkten gebunden. Und diese können fossile Rohstoffe und energieintensive Produkte ersetzen. Um unsere Klimaziele zu erreichen, brauchen wir Moore. Und wir brauchen sie nass. Konkret heißt das, pro Jahr müssen wir in Deutschland mindestens 50.000 Hektar trockene Moore wieder vernässen. Das entspricht in etwa der Fläche des Bodensees. Es braucht konkrete Maßnahmen, um die Wiedervernässung der Moore sozialverträglich und wirtschaftlich attraktiv zu machen. Denn für unser aller Lebensqualität können wir es uns schlicht nicht leisten, sie auf dem Trockenen sitzen zu lassen.